mamu, muzik leias tu anu. Mi mamu, muzik leias tu anu. Wann wir klappen, a sangen, tanzen, a sprangen, wir machen Musik an dat de ganze Nacht. Mi mamu, Musik leias du an du. Mi mamu, Musik leias du an du. Schöne gute Mittag, leif Kanner, leif Eltern, leif Lehrpersonal. Willkommen hier auf Mi mamu. Auf für dich mal viel Glück am neuen Jahr, ihr alle gut. Mi mamu, das haut der Bob. An der Jean-Paul. Voilà. Bei dieser Aktivität geht es wieder, um schwer zu erkennen, Maracas, Gerüssels, allmählich Gerüssels. Aber Bob, was ist das eigentlich? Ja, du siehst gerade schon, das heute sind Maracas. Maracas ist ein cooles Wort mit 3a. Jean-Paul, kennst du noch ein Wort mit 3a? Ananas. Zum Beispiel, kennst du auch ein Land mit 3a? Oh, Panama. Panama, zum Beispiel. Panama ist ein ganz gutes Stichwort. Gute Antwort, Jean-Paul. Weil Panama liegt ziemlich genau da, wo die heute noch hier kommen. Das heißt, an Mittel- und Südamerika. Also Panama liegt ja genau in Mittelamerika. Das heißt, Länder wie Mexiko, Panama, auch Kuba oder Bolivien oder Kolumbien, da sind das Instrumente immens berühmt und immens oft benutzt. Sie sind Maracas. Sie sind eigentlich in diesem Fall aus Holz, das kann auch ein gedrückter Frucht sein, aber an den dran sie kehren oder zoom oder klang steng. Und wenn sie rüsselt, dann entsteht eben diesen Klang. Da gibt es ja bestimmt ganz verschiedene Modelle von professionellen Maracas, wie in so einem Geschäft zu kaufen kriegt oder wie in Orchester sie benutzt, natürlich die Do. Oder so der Teil dann so ein Rissel-E oder ein Shaker-Eck oder Egg-Shaker. Ne? Aber was machen wir daheim, wenn wir das nicht tun? Wir können nicht immer Maracas kaufen gehen. Was können wir da machen? Voilà, also effektiv, nicht jeder hört natürlich Maracas oder so ein Rissel-E. Also ich sage wirklich aus, wie klingt E von einem Hung und da sind auch kleine Kehren dran. Und die rascheln dann auch. In diesem Fall spreche ich schon nicht mehr von einem Maracas, sondern von einem Shaker E. Das kommt von Shake, das ist Englisch, und hier so viel wie Rüsseln. Voilà, für das Nutzenbauen brauchen wir also auch irgendetwas Hohles, wo wir etwas spannend dran haben, was wir können hin und her rüsseln. Ganz einfach wäre zum Beispiel, wir holen einen Eidl Bix, wenn wir so einen daheim haben, und wir füllen etwas dran. Wir haben verschiedene Sachen, die gut gehen. Zum Beispiel Reis. Natürlich muss es frischen Reis, egal, gekochten Reis, das geht gepusht. Oder Linsen. Wir können aber auch heute zum Beispiel so Leinsamen, dass sie so kehren, die sind ein bisschen mehr dus. Oder, wenn du ein bisschen hart muss sein, zum Beispiel richtig Bohnen. Ja, das sind hart Bohnen. Kann ich auch ein kleines Stein dran machen, aber normalerweise müsste man all irgendetwas davon am Haus haben. Wenn wir das dann als Bix dran gemacht haben, auch gut so gemacht haben, schon heute zum Beispiel den Deckel von einem anderen Glas drauf gemacht und so gepusht, dann klingt das so. Bob, wie sind die verschiedenen Klänge? Du klingt ja nur echt ein bisschen. Genau, was meinst du, was heute drauf ist? Also, wenn ich mich rode und ich gucke, wer dann das sind drei Becher aus Linsen. Ganz genau, da sind Linsen dran. Also, das war zu. Linsen sind das heute. Ich weiß nicht, ich denke, heute um dich. Also, das ist ein bisschen mit Klang, dafür ist es nicht gerade so hart. Wenn wir zum Beispiel Bohnen dran machen, kann ich schon mal einen eidlen Becher. Ich mache Bohnen dran und ich mache einen Deckel zu und dann lässt mal. Das ist schon etwas ganz anderes. Natürlich viel mehr Komödie. Der Reis, der geht, also ein bisschen wie du. Und wir wollen auch noch die Leinsame kehren. Die sind nämlich ganz, ganz klein. Da das noch mehr etwas Dusses. Wunderbar. Weil ich gesehen all die Sachen hier. Du warst so fleißig. Ja, effektiv. Ich schon mal gucken. Zum Beispiel, also mich impressioniert die heute. Das finde ich mir gedacht, dass denen dir am besten gefällt. Also das ist ja wirklich der Glanz. Sie besteht aus... Ja, zu groß Bixen. Lass mal so Ravioli-Bixen oder ganz Tomaten, genau. Ja. Ja, zum Beispiel. Dann hast du was gemacht. Na ja, dann habe ich bei diesem Wert ganz einfach. Ich habe einfach das dran gemacht, was mir am besten gefallen hat. In diesem Fall war das Reis. Weil ich fand, mit den dicken Bixen klingt der Reis am besten. Aber du kannst du daheim wirklich machen, wie du willst, wenn du das nur baust. Was du am Haus hast und noch was du am besten am coolsten findest. Und dann habe ich einfach das Ganze zugepusht mit einem normalen Push und schon ist der Shaker fertig. Ja, tipptopp.
dann gehe ich davon aus, dass der Teil auch so funktioniert. Voilà. Ein Bix. Ein Klangbix mit einem Deckel. Ein Deckel, so wie den heute. Ja? Ein Deckel, den wir hier bestimmt noch irgendwo haben. Natürlich viel drin proper gemacht, gespult und dann bannen dran etwas gemacht. In diesem Fall habe ich aber auch natürlich meinen Pinsel geholt und die Bix ein bisschen färbig gemalt. Also ich habe sie gel gemalt, weil ich gel gerne habe und gering, weil das gut bei den Fisch passt. Kannst natürlich malen, wie du willst. In diesem Fall habe ich auch ein bisschen gemalt. Das heißt, was meinst du, was das wäre? Schön, dass du ja Bixen. Ja. Wie sehe ich, dass auch Plastik sehr gut. Genau. Und da das für wirklich flott, dass den auch aus Plastik kann man. Eben. Das klingt da sicher auch ein bisschen wie Dus, genau. Wenn man also, noch dran mischt. Hier können wir das Plastik nicht gut recyceln, also nicht benutzen. Das Teil war ein Joghurtstöpfchen, ein größer Joghurt. Und ich habe hier einen Kartonsdeckel drauf gemacht, den habe ich rundherum rausgeschnitten. Das heißt, ich habe mein Becher auf den Karton gelöst, mit einem Bleistift rundherum gefahren. Und dann habe ich das rausgeschnitten und einfach drauf gepusht. Das mit normalem Pusch gepusht. Und ein bisschen färbig gemalt, so wie es mir gefällt. Und lasst mal, wie die klingt. Muss ich nur im Rode, was dran ist? Ich meine, bei diesem weiß ich nicht mehr. Doch, komm, ich weiß noch. Die klare Linse, meine ich. Die Haifisch. Die dort, ne? Ganz ja. Genau. Ja. Was aber cool ist bei diesem, hier haben wir zwei verschiedene Seiten. Schon vielleicht schon gesagt, der Teil ist ein Plastik-Special. Hier ist Plastik und hier ist aber nur Karton. Ich habe so gerüsselt gehabt. Was geschieht da, wenn ich so rüssel? Dann habe ich zwei verschiedene Klänge. Ein bisschen mehr Dus im Karton und ein bisschen mehr fest um Plastik. Tipptopp. Dann haben wir hier, also der da so etwas, das fand ich fantastisch. Cool. Das fand ich fantastisch. Ich werde einfach direkt probieren. Ja. Hey. Du meinst die Fränen, oder? Ja. Und hier ist doch dafür. Hier ist doch dafür ein Regenmacher oder eigentlich das ein Rainmaker. Ein Regenmacher. Hier ist das Instrument, weil das genießt aus wie ein Shaker. Was war das dort? Ein Kartonsrullo, zum Beispiel, wo Kallus vorbei drauf war, oder auch so, wo ich zum Beispiel mal etwas mit der Post verschickt, da habe ich Nähe dran geschlagen und dann habe ich das Ganze mit Papier-Marché zugemacht. Wenn man nicht glaubt, dass da Nähe dran sind, da weiß ich nicht, tatsächlich sind da ganz, ganz viele Nähe dran. Also wirklich ein helle Wohl und ganz dünne Nähe, die natürlich nicht mehr dürfen sehen, wie der Rullo an sich spricht, das kommen sie die anderen Seiten jetzt raus. Und da Reiskern dran gemacht. Hallo, brauchen die Reiskerne natürlich ganz lang, bis sie von einer Seite auf die andere kommen, weil sie muss hier durch all die Nähe da durch. Und dann haben wir einen Shaker mit einem Special Effekt. Also wir haben einen Shaker, den wir so können bewegen und aber auch können so. Das stimmt noch wie schief, ist schon hart und dauert mir lang, ne? Ganz genau, wenn du einen ganz, nicht mehr ganz ein bisschen schief hältst, dauert es ganz lang, bis alles innen ist. Das wären so Effekte, die bei einem Lied so machen. Das sind Effekte, ja? Ganz genau. Ich da wie nur Shake mehr. Ich gebe so, wenn wir ein neues Lied machen, dann machen wir da mal Projekte dabei. Genau. Aber apropos Lied, die Zeit, wo man noch ein bisschen weisen oder ich auch weise, wie ganz sehr kann ein Shaker bauen, genau. Ein Rüssel bauen, weil können Sie sich vorstellen, dass man nicht genug Zeit hat, das auf die Schnelle zu machen, dass da all die Sachen daheim hat. Aber wir weiß nicht, ob man zwei, drei Sachen wieder los könnt für Matze machen, weil man gleich aber shaken, wie das könnt bauen. Genau. Du hast zum Beispiel Apps und die gefällt mir besonders gut. Ich meine, die bauen wir direkt. Die bauen wir direkt. Das sind? Naja, das sind zwei verschiedene Deckeln, also sie müssen gleich groß sein. Zwei Deckeln von Gläser, wo Mais drauf war oder Bohnen drauf war oder was das tut er bestimmt, wo du hin. Tomatensauce, das heißt du dran. Und die müssen natürlich auch proper sein. Und das wäre schon bald alles, was wir brauchen. Wir setzen die zwei Deckeln oben hin und wir rüsseln und dann. Schiet gut nicht. Für was? Ah, top. Das also. War mein Glanzgest daheim. Ich habe voilà. Einen Rüssel gebaut. Sie war so schön fertig. Genau. Aber du nicht vergisst, der Reis. Genau, so. Dafür so nicht das. Weil das darf doch nicht vergessen daheim. Nicht, dass es dir selbst geht wie dem Jean-Paul. Und du hast den Rüssel ganz färbig gemacht. Und dann ist nichts dran. Das ist immer so zupischen. Machen wir ein bisschen etwas dran. Ich habe die Leinsamen dran gemacht. Dann, lässt du mein Getest. Profi leistet immer, ob es ihm gefällt. Nee, das ist doch nicht genug. Da muss noch ein bisschen Schnaps dabei. Hoppla, das war vielleicht ein bisschen viel. Wenn sie ja zu viel, dann wird es überhaupt nicht klingen. Ne? Da klingt doch nicht mehr gut. Voilà, kann wir leisten mal so. Hoppla, so, das ist gut. Los, ist schon rumgeflogen. Was muss man machen? Raumen. Zupischen. Zupischen. Und da raumen, ganz genau.
Mir gefällt die Häuser gut, weil sie drei Klänge möchten. Dem nur will ich sie halen, wenn ich sie so halen. Und lauscht er den, wenn ich sie so halen. Ja. Also. Bisschen wie du's. Ja, das ist impressionant. Drei verschiedene Klänge mit enger Rüssel. So, während der Bob das dort zupischt, weiß nicht direkt auch noch etwas anderes. Zum Beispiel mit zwei Joghurtbecher kann ich das auch ganz sehr machen. Die braucht dafür just zwei Joghurtbecher, die dasselbe sind. Und zwei Elastiker. Zwei mehr grösser, wenn es geht. Auch das tut er ganz sehr daheim fund. Und ich meine den Fehler nicht. Und ich meine direkt Reis dran. Oder ich mische vielleicht sogar ein bisschen noch die Bohnen dran. Voilà. Und dann hält er den Elastik. Und dann braucht er just ein Keier. Moment, so aufhängen. Dann ein Keier drehen. Und innen rundherum. Dann ist schon eine Seite fest. Immer gut aufpacken, sonst geschieht die Stadt. Was für drin noch geschieht, ist, da fliegt der Reis raus. Und dasselbe schmeckt dann ein Keier von der anderen Seite. Der Elastik drauf. Drehen an, noch ein Keer, innen, rundherum. Wie der Tisch ist. Voilà. Der Tisch ist braucht kein Push. Für das heute braucht er kein Push. Das ist super. Für noch mehr stabil zu machen, kann ich auch noch von der Seite auf von der Seite machen. Wow, cool. Und fertig also. Auf direkt gemacht. Oh nein, das ist auch schon fertig. Ach, schon klingt das, ne? Also, zugepusht, also mittlerweile zwei Deckel, etwas dran, auch schon. Genau. Kann ich. Shaken. Aber wenn es nach mir sehr los muss gehen, weil die braucht ja logisch für Rüssel, nur mal gesagt, da fragt man sehr daheim, ob der Köstenhut für anzufreuen, weil das geht immens sehr. Deckel rauf. Bohnen dran. Deckel drauf. An. Und fertig. Aber wenn ich keinen so einen Köstenhut mehr, eine Eidelflasche zum Beispiel. Eine Eidelflasche? Eine Eidelflasche, genau. Ein ganz einfach Plastikflasch, genau dasselbe. Das geht schon noch, oder? Das geht auch. Da bräuchte man dann aber vielleicht einen kleinen Hülf, dass man so auf ein Blatt machen und dann dran. Und dann? Sehen wir es noch nicht. Ist das so wie heute? Ist das so wie das hier? Also ein Flasch mit Reis dran. Und genau. Das klingt. Was Flasch mit größer ist. Gut. Was das mit deichter klingt, was sie mit kleiner ist, was sie mit hell klingt. Das kennt ihr schon aus anderen Musikbeispielen. Dann hat er so Möglichkeiten, auch das hat er Haushalt, Waschmittel. Und dann, wenn er noch ganz sehr etwas braucht, wenn er all von all dem dort noch nichts fand, dann geht er an den Schaf und dann hält er sich Gewürz. Ein Pfeffermühle. Pfeffermühle, die gewischt. Klingt zwar genau. Ganz dus. Ja, könnt ihr bunt, wie ein Pfeffermühle. Ganz dus, wenn dein groß ist. Ne? Oder ganz groß, ja, der klingt gut. Voilà. Das tun wir mal direkt parat und dann können wir loslegen. Voilà, also die aber Lust haben, daheim noch ein bisschen zu basteln, noch nur diesem Video, die fanden auf mimamu.lu auch eine genaue Beschreibung, wie diese Regenmacher fand, die genaue Video, wie die baut. Und die fanden auch eine genaue Erklärung, wie zum Beispiel aus einem Toilettenrollo, einem eulen Toilettenrollo, auch einen Shaker kann machen. Genau. Wir wissen ja nun eigentlich, wo im Ekran ganz genau, wo du musst hingehen. Und da könnt ihr das gucken. So, ich denke, das ist Zeit für mal mit dem Shaker zu spielen. Yes. Und, schön mal den Hai. Ja, gut. Du musst noch Folgendes überlegen. Wenn wir mal hier gucken in der Tafel, da gibt es so Karten. Auch die gibt es auf schuldohem.lu als Fisch, die ihr euch könnt rausdrucken. Wenn da keine so Tafel hat, das ist nicht schlimm. Die könnt ihr einfach für uns auf den Boden legen. Mit die Karten sind immens flott, weil wir haben Großkarten. Und wir haben Kleinkarten. Das Prinzip ist ganz einfach. Jeder, der an der Musik ist oder am Solfisch zum Beispiel weiß, groß, da sagen wir mal einfach, ein Feuerholz. Und der Tote wäre dann ein Achtelsnot. Das heißt, wir können hingehen und wir können als Rhythmus zusammenbauen. Wir machen zum Beispiel das Do, und das Do haben wir drin. Okay. Und das Do haben wir drin. Und dann machen wir das Do noch ein Keier. So, und das hier, und dann auch so hin. Und da können wir direkt mal gucken, was man hier gezwafft hat. Das ist dann lang,
kurz, kurz, lang, kurz, kurz. Ja, die kurzen bist du mich schnell dann unterwegs. Genau. Okay, genau. Ich probiere. Weil sie um mich klein sind, sind einfach mich schnell. Du siehst mal, ob das richtig ist. Okay. Okay, das ist. Perfekt. Tipptopp. Perfekt. Wow, dann hast du gut nicht schwer. Ja, genau. Cool. Wenn ich nur so große will, ersetzen wir immer zwei Klänge. Auch da das möglich, dann stehen wir im Wäsch. So, dann habe ich nur. Ich schenke eine vier Runden. Genau. Kurz, kurz, lang. Kurz, kurz, lang. Kurz, kurz, lang. Perfekt. Hey. So einfach ist das. Das kommt. So einfach ist das. Auf jeden Fall, ich lied, da, wenn ich nur ein bisschen mein Kneippzettel, weil wir nur. Elitman, und das hast du geschrieben. Ja, das ist richtig, ja. Genau, der kleine Shaker hieß das. Und du schreibe ich nochmal Folgendes ab. Aber ich habe es noch nicht erklärt. Was ist dann, wenn ich das da nochmal wegschöle und ich sitze da unten dran? Was meint da, was das ist? Du hast ja gut nicht dran, das ist ja eitel, das da. Also? Ja, nicht, dann nicht, oder? An der Musik will ich so nicht da sein. Pause, hä? Ein Pause. Machen wir einfach gut nicht. Pause nehme ich gern. Denke nicht mal. Ach, auch. Das ist gut. Und dann machen wir das, was ich für Druck schon da hat. So. Voilà. Da. Und zum Schluss noch ein Pause. So. Okay. Da gebe ich so, da machen wir das alles zusammen. Also dir du hier, genau, ihr alle gut bestimmt irgendetwas Fund, was rüsselt, per Familien oder vielleicht hat er schon ganz schnell etwas gebastelt. Dann probieren wir das zusammen. Also, also, geh du, ich zähle bis 4, gell? 1, 2, 3, 4. Pause. 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 Genau. Tipps so auf. Einfach. Cool. Du hast ja den natürlich etwas und du müsstest das noch erklären von der Technik für jeden, der das möchte. Wir machen das mal so. Ja. Aber aus sich, also, tja, aber, kann ich mal, dann hast du ja den noch etwas noch. Ganz ne? Genau. Also, das ist ziemlich schwer mit einem Shaker, just ein einziges Schlag zu spielen. Wenn man die größte Höhle sieht, dann wird gut, weil er sieht, wie die Reiskerbonen dran hin und hier schaukeln. Das heißt, wenn ich nämlich einen will shaken, also ein Schlag machen, dann drücke ich die Fleischenke so nur vier, wie wenn ich einfach fünfmal wäschgehauen. Halt es aber gut fest, nicht, dass die Luft durch das ganze Haus fliegt. Das heißt, einke fast nur vier an einen. Und ihr merkt aber, dass immer, wenn ich natürlich zurückkomme, raschelt immer ein bisschen mit. Am Anfang ist das vielleicht nicht so praktisch, mehr, nur ist das ganz praktisch, weil man will ein bisschen schnell spielen. Da können wir nämlich die Schläge, die können, wenn wir nur Handen drücken, mit benutzen und dann haben wir da zwei, eine noch vier und eine noch Hand. Ganz wichtig ist, dass wenn wir Shaker spielen oder auch Maracas spielen, dass man dabei nicht so viel so nach innen immer geben, so von oben nach innen, weil da geht es ungenau. Mehr gesagt, dann klingt es nämlich nur einem richtigen Rhythmus. Das heißt, wir müssen gucken, dass die Kerne gut verteilt sind am ganzen Shaker. So ist auch schwer, proper zu spielen. Ich muss verteilen so gut, dass sie ganz gleichmäßig verteilt sind. Wenn man einen Shaker hat, wo ich das nicht so gut gesagt habe, dann kann ich das meistens aber auch gut spielen. Zum Beispiel, wenn er wächst, merke ich nur, weil es so stumm ist, also fühle ich mich schwer auf der Seite. Dann mache ich ein bisschen so, dass das so gut verteilt ist. Und dann gehe ich hin und hier. Und ich stelle mir vor, ich gebe etwas aus einem Tierrang raus, den ein bisschen mehr groß ist, den ein bisschen mehr hoch ist. Und ich strecke das nicht nur innen herum, nur oben und so, wie so eine Wellenbewegung. Aber es geht hin und hier, so wie wenn ich auf einer Schiene wäre oder wie ein Tierrang, den ich ab und zu mache. Wenn ich einen Tierrang abmache, dann zieht er den auch nicht so nur innen, aber die zieht den riecht zu ihr zu. Klingt schön. Merci, Jean. Super, super. Aber ich schon die Zeit, habe ich schon etwas zusammengebastelt. Oh, la, la, la. Der Rhythmus, oh, das ist ganz unkompliziert. Okay. Weil wir lesen einfach eine Reihe nur der anderen. Wenn wir hier angekommen sind, dann fängt man einfach im Do an. Okay. Kein Problem. Und das ist der Rhythmus von unserem nächsten Lied, was wir machen. Ich hoffe, dass ihr alle gut einen Rüssel fand. Und dann gebe ich mal so ein. Ich meine, wir üben einfach alle Reihe ein, wir spielen sie zusammen durch, aber ohne abzuhalten von vier, die zwei, drei, an die dritte, drei, bis drei haben hin. Okay. Okay, Mama. Also, machen wir das zusammen? Ja, zähl du dein Kuchen. Okay, also, wir alle zusammen, gell? Seid ihr bereit? Ich denke, ja. 1, 2, 3, ah.
Ups. Du hast mich ein bisschen verloren zum Schluss. Sollen wir noch ein Kind machen? Und ja, ich weiß also, mal genau, wo wir sind, weil ich war im Moment nicht mehr sicher, wo wir wären. Ja, ich habe in der Balle Fall mal eng zu viel gespielt. Ah, da war es das. Kommen wir mal in die Welt rein. Und du weißt mal, wo wir sind. Geht das nicht? Okay. Okay. Also ich das verleben, ich mich. Das ist gut. 1, 2, 3, 1. Das war es. Genau, das war es. Ich so nicht mehr Pause machen, das ist so ein kleiner Trick von mir. Ich so das ganz, ganz lös für mich. So nicht immer denken, Pause. Vielleicht ich weiß, dass ich nichts muss machen. Tipptopp, gute Idee. So, ich gebe so los, probieren wir das hier mit einer Melodie. Und die Melodie, die ist von dir. Ne? Ja. Wir starten die direkt. Und das Lied heißt Klänge Shaker. Das können ein kleines Intro. Ich muss wärm zu gehen. Nein, kann die rein? Okay, da stoppen wir mal ein bisschen, ja? Alle haben wir die dritte Reihe ziemlich los gespielt. Ja, gell? Wie wäre es, wenn wir das von dir so schnell spielen? Ah ja, kein Problem. Okay, fängt mal an. Ich soll das mal so. Hoffentlich kann ich das doch. Kleine Intro. Also, C3A. Genau. Sind wir noch zweiter Zeit? Machen wir das? Nee. Acht Mut. Komm mal acht das Mut. Mut. Okay. Komm mal das einfach acht Mut. Immer noch die erste Zeit. Immer die erste Zeit. Okay, cool. Okay, ja, sind wir, los. Könnt ihr acht. Könnt ihr nachher, gell? Ja. Okay. Da könnt ihr zwei, drei. Ah. Und nachher die zwei, drei. Ah, der ist schön ruhig. Und nachher die zwei, drei. Cool. Also immer schön ruhig. Und nachher die zwei, drei. Hallo? Da könnt ihr mein Intro. Das machen wir nicht. Haus. Also um den Ufer. Und dann? Nein, ich das selbe Stufe. Vier, okay. Ah. Ah, nein, kann die echt machen. Dann nehmen wir die echt rein. Okay. Nein, kann die echt rein. Ja. Dann kann die echt rein. Hallo? Zwei, drei. Drüber. Ja, genau. Schön. Gut, ich hätte die dritte aber gerne gemacht. Ja, naja, du warst ja auch nein, weil ich denke, du wissen wir alle gut, ein bisschen, wie das funktioniert. Also, wir hatten 8 mal die 1-3. Ja. Dann hatten wir 4 mal die 2-3. Ja. Dann kommen wir die Intro. Ja. Dann hatten wir 8 mal die 1-3. Die 1-3. Das war ziemlich lang. Ja. 8 mal, du musst gut mitzählen. Genau. Wie du siehst, es von 4 geht. Genau. Und dann hätten wir einen die hier. Ja. Und dann können wir mal einen die hier haben. Drum. Ja. Voilà. Okay, starten wir einen. Ich starte den. Ja. Do. Kleine Intro. Können wir jetzt schon ein bisschen so wärmen. Shake. So grooven. Yes. 1, 2, 3, 1. Zwei.
ein Intro. Komm, ich spiele nur die dritte. Okay, die ganze dritte. Zeit. 1, 2, 3, 1. Zwei, lass da. Die zwei. Das ist immer, wenn Musik nicht ruhig geht, dann gehen wir auch nicht ruhig. Genau. Das ist cool, das passt gut. Hallo? Ja, fertig. Super. Schluss, okay. Tipptopp. Du war doch zum Schluss etwas ganz, ganz Flottes. Ja. Du musst das feisen. Ich hatte da gucken, wir hatten das schon gesehen. Das war, wie du am Gange warst, Dinge abzuhängen. Du hattest schon gesagt. Wenn wir shaken, dann können wir noch vier shaken und noch nur Hanne shaken. Ich weiß nicht, nein, mit der Flasche. Wenn man reißt dran, dann sehen wir das gut. Und weil das ziemlich schwer ist, halt zweimal zu machen, du hast das zwar gut gemacht, muss ich sagen. Das ist gut und so einfach. Das geht Muckis, meine ich. Ja, der andere ist aber mich schön, das klingt. Der andere geht auch, dass ihr seht, ein Kehr nur vier aus den und dann die zwei. Da holen wir den. Den wir, wenn wir noch Hanne gehen, den holen wir einfach. Den am Bild. Gratis Matt, den hast gratis Matt dabei, dann machen wir. Mir gedacht, dass immer den, den wir haben können, auch noch matt spielen. Ja, das heißt, ich benutze die Kraft von den Reiskernen, die sowieso zurückgefallen kommen, die wollen nicht automatisch matt, so wie ein Urlaub. Ja? Und dann klingt das vom selben. Aber wenn ich dann richtig Lust habe, dann kann ich die ganze Zeit das durchgehend machen. Voilà. Cool, das klingt richtig gut. So, dann hätten wir noch ein Lied. Könnt der zweit und da können wir ein bisschen mal singen. An dem hier schaffen wir nicht mit den Karten, wenn wir haben das als Karaoke hier noch, können wir weisen. Für dich aber gucken wir uns den Text einfach an. Den ist ein bisschen witzig und dafür muss man aber einfach lesen. Voilà, machen wir einfach heute drauf. Den hast bestimmt von dir den Text, oder? Nein. Den hast einfach zusammengesicht als verschiedene Wörter, die, und das werden wir merken, überhaupt keinen Sinn haben. So, also, wenn du hier rausgehst, die Webseichen, ich hoffe nicht. Also, ein Text ist ganz einfach: ein Text geht, oh je, je, unakachacha, oh je, 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 unakachacha, oh je, je. Das ist nicht das Erste. Machen wir einen. Oh je, oh je je, una cachacha, oh je je, oh je, oh je je, una cachacha, oh je je. Den zweiten Teil, der geht die ganze Zeit sehr. Una cacacacha, 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 una cacacacha. So oft. Das klingt schon bald wie ein Shaker. Genau, dafür hast du es gedurcht. An der letzte Satz, der geht los. Una kaka, una cha, una kaka, una cha cha. Dafür steht den Heiten zum Schluss, den cha cha. Da ist zum Schluss, okay. Okay, ich gebe so ein. Wir sagen, lieben mal ein Kaja, er muss shaken, für das wir das gut drauf haben. Ja. Du Assen. Oh yeah, yeah, una cachacha, oh yeah, yeah, oh yeah, oh yeah, yeah, una cachacha, oh yeah, yeah, una cacachacha, 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 cha, ha, una caca, una cha, una caca, una cha, cha. Oh yeah, oh yeah, yeah, una cachacha, oh yeah, yeah, oh yeah, oh yeah, yeah, una cachacha, oh yeah, yeah,
Una cacachacha, 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 una caca, una cha, una caca, una cha cha. Und so weiter, und so weiter. Okay, gut. An der Tür ist schon. Dass der dort ein Elite ist, ah, du bittest dich un. Na, für dabei ja, zu resonieren. Unbedingt. Ganz genau. An der Rhythmus, den wir holen, den ist ganz einfach. Und ich gebe so ein, wir verraten nur, wir gehen erst mit Karten, wir gucken uns direkt un. Ja. Weil wir merken direkt, was los ist. Wir können dann stoppen, Hanno, für zu wiederholen. So. Okay, du hast es schon. Das ist ja schon, anders aber nicht für vier. Lieft? Das sind noch nicht. Ich mache mal einen geheimen Platz, so. Dass man es gesehen. Voilà. Okay. Wir gucken uns das ein wenig an. Ich sehe mir auch schon ein Rüssel raus. Ich mache nichts. Tschuck, 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 tschuck. Chuck, 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 und so weiter. Genau, okay. Stoppen wir ein Kehr. Dann gehen wir zurück. Hallo, wisst ihr genau, wie das funktioniert mit den Maracas, von der die groß gesehen, von der die zwei gesehen, immer los, schnell und so weiter. Ich will mir mein Lieblings. Okay. Voilà. Und zum Schluss, da werden wir merken, aber immer gesehen, ihr kein Zeche mehr, kein Maracas mehr. Da könnt ihr improvisieren. Improvisieren heißt, ihr könnt spielen, was ihr wollt, was ihr an den Kopf könnt. Bis zum Schluss. Mal zusammen? Ja, unbedingt. Oh je, yeah, oh je, yeah, je. Yeah. Una cachacha, oh je, yeah, je. Yeah. Oh je, yeah, oh je, yeah, je. Yeah. Una cachacha, oh je, yeah, je. Yeah. Una cacachacha, 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 una caca, una cha, una caca, una chacha. Oye, 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 una cacachacha, oye, 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 oye. Una cacacha, oh yeah, yeah. Una cacacha, 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 una caca, una cha, una caca, una cacha. Oh yeah, oh yeah, yeah. Una cacacha, oh yeah, yeah. Oh yeah. Cacacha, oh yeah, yeah. Una cacacha, 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 una caca, una cha, una caca, una cha cha. Oh yeah, oh yeah, yeah. Una cacacha, oh yeah, yeah. Oh yeah, oh yeah. Cha-cha, oh yeah, yeah. Una cacacha, 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 una cacacha. Oh yeah, oh yeah, yeah. Una cacacha, oh yeah, yeah. Oh yeah, oh yeah, yeah. Una cacacha, oh yeah, yeah. Hat man es mal einen Text geirrt. Mir kommt das aber nicht hier zum Schluss. Das war ihr Ziel und Zweck, wie zu improvisieren. Du hast ja am Anfang gesagt, das gibt gar nichts bedeuten. Das wäre gar kein Spruch, oder?
Nee. Dann ist es schon egal, dann hast du ihn echt geschickt. Nee, das ist ein Fantasiespruch. Okay. Und ich gebe so ein, da haben wir so viel davon gesehen, und haben wir zum Schluss improvisiert. Und ich denke, wir improvisieren noch weiter. Das hat richtig Spaß gemacht. Was heißt eigentlich improvisieren genau? Improvisieren heißt, es spielt in das, was man in den Kopf könnt. Na, tut ihr keine Karte mehr, es gesagt ihr nicht mehr um Video, was den soll machen, mit müsst ihr den einfach drauf lassen. Und ich meine, das ist auch der Schönste überhaupt an der Musik, wie einfach drauf lassen zu spielen. Okay. Ich meine, wir wären geschwind am Schluss auch kommen. Ja. Und ich gebe so ein, dass man just nachweisen will, das Material alles gibt. Ja. Auf schuldoheim.lu. Unbedingt. Ich gehe ein Kassier hier raus. So, und machen hier just eine Seite ab. Voilà. Wenn wir auf schuldoheim.lu sind, warte, wusste ich gut? Also so okay? Ja. Dann gehe ich auf die tote Seite. Und dann gehe ich bei Material, und dann gehe ich auf Grundschule, und dann komme ich auf die nächste Seite, und da scrolle ich rauf bis bei Musik, die klicke ich an, dann komme ich auf die nächste Seite, und da scrolle ich rauf bis da ich ein Logo gesehen von Mimamu und Merke dran. Da klicke ich dann drauf, und da sind ich an einem Sit von Mimamu Merke dran. Da kann ich dann drauf klicken und dann habe ich hier verschiedene Dossiers. Da hatten wir das schon vom März an. Und hier steht ein Schuldoheim und er. Und da klicke ich drauf und da sind dann all die das Sachen dran zu finden. Genau. Genau. Wenn ich also hier auf von Haut klicke, dann habe ich Playback von Haut, schon eine Bastel-Anleitung von Haut an. Bob, was du gesagt hast, schon die Bastel-Anleitung vom Shaker, vom Boomtracker, von dann. Was du gewiesen hast. Genau, für die Harmonie. Für die Harmonie. Genau. Cool. Das war es. Und wir sind da, Eddie. Viel Spaß. Noch weiter mit Shaker bauen. Und ja, mit Shaker spielen. Ob egal, was für eine Musik geht, das weiß ich mir auch noch. Da so mir, Eddie, bis die nächste Kaja. Vielen Dank, dass ihr da nur geguckt habt. Und viel Spaß beim Nubauen und vor allem beim Musik machen. Wer soll ich holen? Ich meine schon den. Den ganz färbischen, den hatte ich noch nicht. So muss ich gucken, dass ich hier rauskomme. Oder den Hai erst zwei Wäscheren. Geh doch. Ich meine schon den Hai, den ganz färbischen. Das schaffen wir nicht. Okay. Aber wir starten als Lied, wo ihr einfach könnt improvisieren. Und dann tun wir los. Schwellen. Ja. Ganz groß. Ja, ist gut. Ah.